Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal Lachs. Alle hier vorgestellten Zutaten stammen vom Aldi. Aldi bietet immer wieder mal schöne Lachsfiletseiten an, die zwischen 8 und 12 Euro kosten. Und das Topping hier ist selbst entwickelt und dafür brauchen wir erstmal eine Menge Ingwer und Knoblauch. Der Ingwer wird bei uns grob in Stücke geschnitten und geschält vorher, der Knoblauch genauso. Es hat sich eine Mischung von etwa 60 zu 40 bewährt. Das hier wird eine Portion für zwei Personen und wir nehmen etwa 60% Ingwer und 40% Knoblauch. Ist natürlich nicht optimal, wenn ihr am nächsten Tag arbeiten müsst. Eventuell kann man das variieren. Und durch ein anderes Gemüse ersetzen. Aber wie gesagt, für uns hat sich das bewährt. Wir finden es lecker. Wir kochen das etwa einmal die Woche. Lachs ist sehr gesund. Und das Ganze kommt jetzt in den Mixer und wird dort klein geschnetzelt. Nicht zu klein, aber soll schon einigermaßen fein werden. Und dann geht es auch gleich schon los. Der Lachs kommt in eine Auflaufform und wird zuvor gewaschen. Und anschließend getrocknet. Sieht übrigens wirklich schön aus, der Lachs, sonst würden wir den nicht kaufen. Bei Edeka kostet er, by the way, das Doppelte. Nur so als Beispiel. So, die Schuppen kommen nach unten und dann wird das Ganze hier mit Öl eingerieben. Wir nehmen da Rapsöl. Dann kommt das Topping oben drauf. Bisschen andrücken das Ganze. Solltet ihr vielleicht nicht so wie wir auf dem Ceranfeld machen. Das war nicht unbedingt clever. Und dann kommt nochmals ein kleiner Schuss Öl obendrauf.
sowie eine Idee frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Und dann geht's ab in den auf 200 Grad vorgeheizten Backofen, mittlere Stufe. Da soll das Ganze jetzt 20 Minuten backen. Ober- und Unterhitze wohlgemerkt, und dazu gibt es Rosmarin, Kartoffelchen, die gibt es als Fertigpackung aus dem Kühlregal im Aldi. Und wie ihr die zubereitet, das entnehmt ihr bitte der entsprechenden Packungsanweisung. Nach 20 Minuten stellen wir den Lachs eine Stufe höher und da wird er jetzt nochmal 10 Minuten zu Ende gegart. Fokus. Danke. Dazu gibt es rote Beete, das war Premiere, das habe ich seit Monaten nicht gegessen. Ihr könnt da gerne auch irgendwas anderes dazu machen oder auch nicht. Passt aber gut meiner Meinung nach. Und dann ist es eigentlich fertig. Vorsichtig den Lachs von den Schuppen runterheben. Das Ganze ist praktisch grätenfrei. Ihr wisst, was das bedeutet. Es kann natürlich trotzdem sein, dass ihr die ein oder andere mal findet. Dann noch anrichten und guten Appetit, falls ihr das mal nachkochen wollt und falls ich euch auf den Geschmack gebracht habe. Ich finde das sehr lecker. Ich esse wenig Fisch, aber Lachs mag ich ganz gerne. Guckst du an? Und und dann war es das auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar zum Thema Kochen oder zu diesem Gericht. Und wir sehen uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.